Hallo, Tim? Ja, Marcel? Na, wo bist denn du? Ich bin jetzt hier bei der Kartbahn. Ich bin gerade aus Chemnitz angekommen. Wie, du bist bei der Kartbahn? Ach, scheiße, ich hab vergessen, dir's zu sagen. Oh, nee, mach mich nicht schwach. Ja, ich schaff's heute nicht mehr. Ich hab vergessen, dir Bescheid zu geben. Oh, ich wär blöde. Jetzt bin ich aus Chemnitz hierher gefahren für gar nichts und wieder nichts. Es tut mir doch auch leid, Mensch, aber ich schaff's echt nicht mehr heute, Digga. Oh, nee, das war das letzte Mal. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Aber nicht so wild. Pass auf. Weißt du noch, mein letzter Versuch, als ich hier war, wegen der Tierparkstrecke hier umbauen, weißt du das noch? So, pass auf, so habe ich es mir vorhin. Es ist noch nicht perfekt, aber ich denke mal, kann wissen, worum es geht. Ach du heiliges Kanonenrohr. Was meinen Sie? Also, ich denke mal, die Vision ist klar. Und man sieht auch die jahrelange Erfahrung im Bauzeichenwesen. Also, darf ich Sie kurz unterbrechen? Ja, wieso? Was ist denn los? Also ich sag mal so, ich bin froh, dass es nur Leidenschaft ist. Ich hoffe, Sie machen das nicht hauptberuflich. Ja, natürlich weiß ich noch, dass mit der Tierparkstrecke ist eine Katastrophe. Ja, so würde ich es jetzt nicht nennen, aber es war ein bisschen holperig, da gebe ich dir recht. Aber ich habe mir ja jetzt was Neues überlegt, das weißt du ja. Ich will ja jetzt denen ihre Karten ein bisschen modifizieren. Deswegen, ich werde gleich mal die Chance nutzen und da jetzt mal reingehen und dann eben gucken, was sie dazu sagen. Weil ich glaube, da werden sie nichts gegen aussetzen. Ja, viel Erfolg, Digi. Viel Spaß. Alles klar. Guti, mach's gut. Jo, ja, ciao. Tschüssi. Oh, nee. Diese lange Fahrerei, nee, die geht mir langsam hier echt auf den Piep. Naja, sammel dich noch einmal. Du wirst jetzt da reingehen, wirst voller Überzeugung deine Ideen präsentieren und wenn sie dich rausschmeißen, wirst du alles probieren. Das wird schon. Let's go. Immerhin ist hier nicht so viel los, glaube ich. Das ist immer nie verkehrt. Aber es ist immer wieder schön. Ein bisschen wie heimkommen. Und ich fühle mich ein bisschen Schwab langsam. Komme ich ein bisschen durcheinander hier mit den Akzenten. So, Dieter, müsste ich jetzt ein bisschen zusammenreißen hier. Wahrscheinlich ist es deine letzte Chance. Jetzt geht's mir nochmal los hier. Pass auf. Wie mache ich denn das jetzt? Ich habe ja schon einen Plan im Kopf. Ich müsste es jetzt nur noch hier aufs Blättel bringen. So, ich werde das hier mal so anfangen, ne? Damit wir hier eine gute Grundlage haben. So, jetzt warte mal. Was wichtig ist, ist hier gute Abgasnorm. Deswegen müssen wir hier mal ein bisschen was verändern. Aber ich bin so aufgeregt, ich weiß gar nicht, was Sie sagen wollen. Wo sind denn hier die Pedale? Naja, können wir hier so machen. Ne, ist eher nicht so gut, aber egal, das lassen wir jetzt mal so. Das wird schon werden. Der Fahrer, der muss jetzt nicht so gut aussehen. Wobei, ich habe ihn ganz gut getroffen. Mehr Anpressdruck brauchen wir auch. Deswegen werden wir hier noch ein bisschen Spoiler drauf klatschen. So, jetzt haben wir das schon mal. Da haben wir doch immer noch die Probleme hier mit dem... Wenn ich einen drauf fahre, das ist immer ein bisschen unstabil. Dann werde ich das nochmal machen. Okay, jetzt muss ich mir aber noch überlegen, welche Marke wir nehmen. Am Ende ist es GEMA geschützt. Und darf ich es nicht nehmen? Ist das GEMA? Ja, bestimmt. Muss ich mir eins ausdenken. Na, nehmen wir das. Gut. Also, ich bin zufrieden. Ich werde jetzt mal gucken, wo der Chef sitzt. Und dann werde ich doch mal Gas geben. Das wird schon. Los geht's hier. One minute later. Seien Sie gegrüßt hier. Sind Sie der Chef hier? Ja, na klar, wie gehört der ganze Lader dahin? Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Gut, dass ich Sie noch antreffe hier. Mein Tag, der war eh schon so durcheinander, das können Sie sich nicht vorstellen. Was ich sagen wollte, darf ich mich kurz setzen? Ja, natürlich können Sie sich schon nachsetzen, aber wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen so? Jetzt passen Sie auf, das war ein riesen Güttelmüttel hier schon wieder gewesen auf dem Donnerstag. Ich war eigentlich mit dem Kumpel hier zum Verabredet, zum Fahren, wie immer, jeden Donnerstag. Ich kam extra aus Chemnitz her und der hat mich einfach versetzt. Jetzt dachte ich aber trotzdem, ich komme mal rein, weil ich habe das letzte Mal nämlich schon mal mit Ihrem Kollegen gesprochen. Ich hatte nämlich einen neuen Entwurf für die Strecke hier, Thema Tierpark. Sprich so, ich wollte eigentlich, dass die Strecke ein Elefant wird, aber kam nicht so gut an wohl. Ach, Sie waren das mit dem Tierpark? Ja, das habe ich gehört. Aber da hätte man den ganzen Laden auseinanderreißen müssen, wieder neu aufbauen. Also das funktioniert nicht mit dem Tierpark da, ne? Nee, also der Meinung bin ich zwar nicht, aber... Ist okay, schwamm drüber. Ich will noch mal ganz von vorne anfangen. Ich habe gemerkt, das ist nichts für Sie.
dass Sie auch mal wissen, wer hier vor Ihnen steht. Mein Name ist Dieter Dietersen, ich komme aus Chemnitz, bin Bauzeichner aus Leidenschaft und ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, was ich für Sie Gutes tun kann. Sie haben etwas, womit Sie uns helfen können. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Also ich gucke es mal an, aber ich kann Ihnen nichts versprechen, gell, dass wir es umsetzen da. Nein, ist überhaupt gar kein Problem. Probieren geht über Studieren. Ich habe zwar lange Bauzeichnung studiert und ich bin mir meiner Sache echt sicher. Und eigentlich weiß ich auch, was ich tue, ob Sie jetzt das wissen oder nicht. Ist egal. Hä? Sie können mir folgen oder auch nicht. Darum geht es ja jetzt nicht. Ich will Ihnen jetzt einmal meinen Entwurf vorstellen, wie ich mir das vorstelle, was man hier noch an den Karzen ein bisschen verbessern kann. Sind Sie bereit? Also Sie meinen, letztes Mal will es an der Strecke rumschrauben und jetzt will es in die Karze auffassen, oder wie? Also, wir können es uns mal anschauen, aber wie gesagt, ich verspreche nichts, gell? Hören Sie, ist alles in Ordnung. Jetzt wartet Sie es einfach mal ab. Ich bin mir sicher, wenn Sie es gesehen haben, dann wird Ihnen eh schwindelig werden. Im positiven Sinn. Also, ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt. Können Sie das gut sehen von hier hinten? Passen Sie auf. Also, den Entwurf, den lassen Sie erstmal weg hier. Das war nämlich der erste, den ich mir mal überlegt hatte. Da kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Wie Sie sehen können, war mir besonders wichtig, dass das Kart gute Performance hat. Fangen wir mal hinten an, einfach beim Kart. Das hier ist natürlich der Rahmen, ganz klar. Hier haben wir so eine kleine vierflütige Abgasanlage, damit wir einen guten Durchzug haben. Habe ich mich ein bisschen von AMG inspirieren lassen. Da hat mir gerade kurz das Wort gefehlt. Ich bin gerade ein bisschen nervös. Tut mir leid. Hier, wenn Sie da mal gucken, haben wir einen Spoiler. Der sieht ein bisschen schief aus. Aber das ist so gewollt. Also das ist Absicht. Also wie Sie sehen, der ist nicht ganz gerade, aber das ist so Absicht. Weil wir fahren hier mehr Rechtskurven, da brauchst du links mehr Anpressdruck. Brauchen wir nicht diskutieren, Sie wissen, was ich meine. Also der Spoiler, der drückt das Kart auf den Boden. Hier haben wir wunderschöne BBC-Felgen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? BBS-Felgen, Verzeihung, da habe ich mich jetzt gerade ein bisschen vertan. Den Kerl hier, Sie sehen, wie glücklich der ist. Der freut sich, dieses neue Kart hier zum Fahren. Von der Technik her ist hier das Gleiche. Die Pedale. Gut, jetzt sehe ich gerade, der Fahrer hat gar keine Füße. Aber das ist jetzt ohne so wild. Da kann ich nochmal so ein paar Blumenkohl-Dinger dran machen. Ich kann keine Füße, auch die Hände. Sehen Sie das? Das sieht jetzt nicht wirklich professionell aus. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall dachte ich mir, um anzuknüpfen an das Thema Tierpark, weil das wollten sie nicht, kann ich verstehen. Jetzt habe ich mir überlegt, wir gehen zum Thema Untersee, also Unterwasserwelt. Und um das zu realisieren, und wir ja keine Marken nutzen dürfen, um praktisch hier ein AMG oder ein Audi oder so nutzen, ich stehe doch am liebsten Trabi nehmen, typisch DDR, aber es ist doch ein bisschen langsam. Und da müssen wir 10 Jahre warten, bis wir den kriegen. Habe ich mir überlegt, wir erfinden eine neue Marke. Erkennen Sie das Logo? Sehen Sie das hier? Das wird nämlich das Turtle-Mobil. Turtle, also Schildkröte, verstehen Sie? Da können wir hier auch noch so ein bisschen Turtles aufhängen, die dann so von der Decke runterhängen, dass wir einfach ein bisschen mehr Charme für unter Wasser haben. Das hübsche Ding hier vorne ist ein Rambock. Damit ich, wenn einer langsamer ist und nur auf Blau hört, kann ich ihn einfach wegschieben. Soweit meine Vorstellung von dem Entwurf. Jetzt sind Sie an der Reihe. Was halten Sie davon? Also ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ehrlich gesagt. Also der Wahnsinn, also im übertragenen Sinne so. Weil sicherheitstechnisch ist das ja eine ganz, ganz wilde Nummer, da haben wir mit dem Schneeschieber quasi vorne dran. Also das ist die Frittentheke hinten dran, die, oh, leck mir am Arsch, du. Puh. Ich wüsste jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht, wie man das Ganze umsetzen könnte. Vor allem, also ich habe nur eine Frage, also das Ding, das sieht halt aus wie männliches Geschlechtsteil, gell? Das wissen Sie schon. Das ist schon ein bisschen. Aber Sie haben ja gesagt, das ist der erste Entwurf von dem her. Ich nehme jetzt mal nicht übel, dass Sie da männliche Geschlechtszeile draufzeichnen auf meine Zettel haben. Aber ja, die BBS-Felge, die gefallen mir, die können wir mal draufschneiden bei uns. Zur Unterbodenbeleuchtung habe ich mir auch schon mal überlegt. Aber
Der Rest weiß ich jetzt nicht. Und Turtelmobil. Ja. Turtel. Aber sind die nicht langsam normalerweise? Jetzt muss ich gerade mal mit ein bisschen der Frust von der Seele reden. Ich komme hier aus Chemnitz her. Ich bin Bauzeichner. Seit so vielen Jahren. Bin selbstständig auch noch. Das wissen Sie, glaube ich, gar nicht. Damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Glauben Sie, das kommt von ungefähr. Die Zeichnung spiegelt mich wieder. Das ist eins zu eins. Da werden Sie niemanden Besseren finden, der das so kann wie ich. Da begebe ich Ihnen mein Wort. Und das sieht auch nicht aus wie ein männliches Geschlechtsteil. Das ist Gunst. Da können Sie nämlich vorwärts genauso schnell fahren wie rückwärts, weil beides das Gleiche ist. Verstehen Sie? Ja, da kommt mir selber das Lachen, weil ich nicht glauben kann, was Sie für ein Dolle sind. Wissen Sie was? Ich glaube, wir brechen das hier ab. Die Strecke hat Ihnen nicht gefallen. Die Karre gefällt Ihnen ohne. Müssen nicht sein. Dann gehe ich halt wieder. Und dann suche ich mein Glück eben woanders. Oder ich überlege mir was Neues für Sie. Und dann werde ich Sie aber überzeugen und vom Hocker hauen. Also bevor Sie gehen, ja, für uns ist der Entwurf jetzt eher nichts, muss ich sagen. Aber ich kenne da so andere Strecke in Rostock, aber da können Sie mal Ihr Glück versuchen. Ich glaube, die, vielleicht, weiß ich nicht, das ist auch so eher, weißt du, oben in Deutschland. Ich glaube, vielleicht fällt denen das vielleicht. Also es ist vielleicht auch einfach nichts fürs Schwabenländle, gell? Muss ich sagen. Aber ich wünsche Ihnen echt viel Glück, gell? Vielleicht mal einen anderen Job suchen, würde ich sagen. Aber ich verstehe schon. Alles gut, gell? Also wir machen weiter, gell? Ich muss auch ein bisschen Geld verdienen, mein Freund. Also mach's gut, gell? Das ist ein guter Tipp. Vielen Dank. Dann werde ich mal zu den Kumpels da nach Rostock fahren und da mal nachfragen. Weil wir Ossis, wir halten ja, glaube ich, auch zusammen. Das wird schon werden. Und darf ich auf jeden Fall, wenn ich eine neue Idee habe, nochmal zu Ihnen kommen? Weil Tierpark war nicht gewesen und jetzt das Skat ohne. Nee. Ich nehme das mal als Ja. Machen Sie es gut, gell? Gute Geschäfte. So wie ich auch. So, liebe Freunde, hier ist euer Dieter Dietessen. Ich hoffe, euch hat mein weiterer Versuch, hier die Kartbahn zu überzeugen, gefallen. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Da werde ich mich freuen. Und bleibt gespannt, ich werde nicht nachlassen hier, liebe Freunde. Wir sehen uns wieder. Tschüssi.